Grüß euch, Leiden. Servus und willkommen zu einer neuen Weinverkostung. Heute sind wir wieder in Niederösterreich im Weinbaugebiet Wagram beim Weingut Thierry. Das ist der Merlot 2019 und den verkosten wir. Also in der Farbe hat er schon mal einen transparenten Kern, einen weißen Rand und ein kräftiges Kirschrot. Die Viskosität, schauen wir uns jetzt an. Also wie gesagt, bei der Viskosität leicht schwenken, dass man dann die Schlieren sieht. Bisschen warten. Ja, die Viskosität bei diesem Wein ist mittel plus. Und jetzt kommt der Geruch. Jetzt riechen. Also im Geruch ist der Wein sehr schön dunkelbeerig. Noch Brombeeren, Johannisbeeren, hat so ein leichtes Schokoaroma drinnen, also die Bitterschokoladenaromen. Er ist sehr würzig, noch Kräuterwürze, also so ein schönes Kräuterbouquet. Und jetzt kostbar. Also im Geschmack ist er auch wieder schön dunkelbeerig, noch die Brombeeren, Johannisbeeren. Hat auch wieder im Geschmack das, schön, das leichte Schokoaroma drin, noch der Bitterschokoladenaroma. Und er ist wieder sehr würzig, auch im Geschmack. Noch die Kräuteraromen, Würze, so ein schönes Kräuterbouquet. Hat einen mittleren Körper mit noch sehr grobkörnigen Tanninen. Oh, und einer mittelkräftigen Säure, die noch mittelkräftig ist, aber auch schon schön eingebunden ist und einen mittleren Abgang. Also Leute, dieser Wein, man kann ihn jetzt trinken, ist jetzt auch schon gut zum Trinken, aber dieser Wein hat echt Potenzial. Ich würde ihn sehen, den kannst du ruhig noch 10 Jahre im Keller liegen lassen. Dieser Wein wird einfach dann noch harmonischer. Man kann ihn, wie gesagt, jetzt schon trinken, ist gut zum Trinken, aber er ist einfach noch jetzt noch zu jung. Wie gesagt, 10 Jahre im Keller, das ist für den Wein super, der wird einfach noch harmonischer. Und weil er hat jetzt ja auch schon im Geruch und im Geschmack das Dunkelbeerige, die Schokoaroma, das Kräuterbouquet, die sehr würzige und das zusammen ist, macht den Wein auch jetzt, wenn er auch noch jung ist, schon ziemlich vollmundig im Mund, aber mit den Jahren wird er einfach noch viel besser und viel harmonischer. So Leute, ich hoffe, euch hat wieder meine Weinverkostung gefallen. Wenn es euch gefallen hat, einfach ein Like da lassen, Kommi da lassen, teilt die Weinverkostung und vergesst mal bitte nicht das Plus wegzumachen. Und Leute, bis zur nächsten Weinverkostung, euer Manuel. Ciao, ciao.